Das ist jetzt mein dritter Trip nach Australien oder in Australien. Und hier bin ich auf dem Weg zum Dringle State Forest, wo ein riesiger Baum über 50 Meter hoch steht, den man besteigen kann über so Steigeisen, der als Feueraussichtsplattform gilt. Und hier in Mandura habe ich zufällig dieses Wildlife Hospital entdeckt und bin dann da rein, weil es mich interessiert hat. Und wie es der Zufall will, lebt hier eine deutsche Auswanderin seit 25 Jahren aus Franken. Und die pflege hier in 24 Stunden mit dem, dass ich die Tiere sogar nach Hause nehme. Und als Mutterersatz, weil die Tiere, die Kängurumütter, überfahren worden sind von den riesigen LKW. Und hier sieht man, wie ich eins auf dem Arm habe und der Junge heißt Jack. Hey, what's happening? Hi. Kein Pferd? Mhm, ja. Yeah. Du hast keine Vögel angelangt, oder? Nein, ja. Nein, gar nichts, gar nichts. Weil, wie gesagt, die Vögel okay, you come on, jump. I get your body fresh. Du hast Jack, heißt er. Aha. Hi, Jack. Come on, Jack. Hi. Kriegst du gleich was? Autsch! Jetzt kann ich some water. Oh, that's when I left home. I didn't bring any water today. Ich hab doch nichts. Du kriegst gleich was. Jack? No, that's what the mix thing up. You have a little bugger here. What then? Bit by bit. Die haben ganz schöne Kralle, gell? Ja, ja. Hm? Eben deswegen, wenn sie kämpfen mit dem Schwanzstützensapper, mit dem pushen sie. Ja. Ja, hier. Ja, guck. Video. Hier. Mm-hmm.
Achtung. Also in eben eher kam Mitte Juli kam er zu uns, Roadkill, und er war noch ein Pinky, also ganz nackig, und seit 3 Monaten ungefähr ist er bei mir. Ah, und er fühlt sich wohl bei dir, sehe ich. Ja, ja. Ich bin seine Mama. Was sucht er? Seine Bottle. Jetzt kriegt er. Jetzt kriegt er sein Fläschchen. Not warm enough, Jack. Seine Bottle und dann muss er aufs Klo gehen. Ja. Ah ja. Das macht normalerweise auch seine Mama. Okay. Okay, now you do your retake. Ein Taul. Braucht Emmy jetzt erst ein bisschen. Muss so ein Teppich reizen. Aus Gras nehmen. Ja. Komm her, Jack. Komm her. Aber das lerne sie dann von der Mutter. Ja, wie gesagt, die Mutter wird halt jetzt stimulieren. Ja. Das machst halt jetzt du, weil du die Mutter bist. Ja. Are you itchy? Yeah?
Gut, das sind die Kängurus, die sind alle oder fast alle so großgezogen worden wie das, wo wir vorhin auf den Videos gesehen haben, von dem Jack. Und die haben hier auch hier einen Namen und die werden jetzt bald ausgewildert. Und es ist ja so, dass die Pfleger oder Pflegerinnen die Kängurus, wenn sie so jung sind, Tag und Nacht pflegen. Die nehmen sie mit nach Hause und wachen wirklich über die, wie als wenn es ihr Kind wäre. Bin du in einem Känguru-Krankenhaus? Die wäre wieder ausgewildert, die darf man nicht berühren. Wie der trinkt. What's up? What's up? Und der gehört dir? Nee, der nicht. Nee, Känguru gehört mir. Oder hab ich daheim? Come on. Der ist sehr scheu. Oh. Yeah. Alright. Come on, just be good. Da bin ich nicht, weil ich da bin. Oh. Here you go. Wie alt ist er? Ein paar Monate. 5, 6. Und eben die Mutter, ja, aber Leihmutter ist tot. Wir pippelten jetzt noch. Mhm. Komm mal. Jetzt. Ja, komm mal. Nicht mit Matsch gehen. Das ist ein Brushteil. Das ist ein Windteil. Oh. Geh mal rein, mach mal die Tür zu. Und siehst du mal, was die für Krallen haben. Mhm. Also sie festhalten. It's alright, wieder. It's alright. It's okay, it's okay. Keine Angst. Ja. Und guck, das ist ein Windteil und wenn sie buschig sind, ist ein Brushteil. Ja. Hast du ein Foto? Ja, ich hab ihn. Gut. Ich glaube, der ist. Den haben wir schon ewig. Ja. Der ist ja ganz zahm, hä? Ja. Ein bisschen Angst hat er von mir, glaube ich. Ja, gut, jetzt habe ich ihn aufgeweckt, ne? Ja, ach so. Die sind ja nachtaktiv. Ja. Ja. Und siehst du mit den Krallen und mit dem Schwanz? Viele andere Tiere, Reptilien, Schlange oder eben sehr viele Vögel, die auch aus dem Nest gefallen sind oder auf irgendwie halt ins Hospital hergekommen sind. Und die werden auch wieder hier aufgezogen und dann in die freie Wildbahn entlassen.